Das Swiss Leadership Forum kann jederzeit auf seine unterstützenden Partnerschaften mit internationalen Beziehungen zählen. Diese enge Zusammenarbeit beruht auf einer Win-Win-Situation. Die Motivation sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist, um unsere Dienstleistung bekannter zu machen. Das ist eben die Kaderstellenplattform, um neue User drauf zu bringen, die sich orientieren über offene Positionen im Leadership-Bereich. Und dann das Zweite ist, dass wir die Bekanntheit aufbauen, auch für neue Inserenten. Es geht ja um Human Resources. Und wenn man immer sagt, der Mensch sei das Wichtigste überhaupt, dann muss man ja dabei sein. Leadership ist ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen und ein Standortvorteil für die Schweiz. Deswegen engagieren wir uns ganz bewusst. Ganz klar die Qualität der Leute, die da sind, weil das ist die Messlatte, die die einzige ist. Es geht darum, wer kommt. Darum habe ich vorher das Networking in den Vordergrund gestellt. Es ist aber sicher auch der Inhalt der Veranstaltung, der muss stimmen. Und durch die Mechanismen, die man geschaffen hat, dass die Teilnehmer selber am Thema mitwirken können, haben wir, glaube ich, eine ganz gute, unique selling proposition gemacht. The reason for us to really be part of this is that we want to be part of building the Swiss leadership platform. Ericsson, being a global leader in telecom, of course, also want to shape the local leadership platforms. And we also, for us, it's very important to get the impulse from other industries, other leaders, to in a way use this to grow our next generation leaders into sort of really become truly leaders. I think we heard today from some of the speakers that leaders are not chosen. Leaders are chosen by the followers, and not it's not managers being chosen. It's for us a very good Möglichkeit, um den Kontakt zu vertiefen. Ich glaube, es ist eine hervorragende und sehr professionell organisierte Plattform, die natürlich reizt, Networking weiter zu betreiben, einerseits. Und andererseits ist es für uns als Firma ein Signal nach innen, dass man das Thema Leadership nicht nur sich gross auf Fahne schreibt, sondern tatsächlich auch etwas macht. Das Engagement der Partner für das Swiss Leadership Forum bewährt sich das ganze Jahr. In Aktivitäten und Kommunikationsinstrumenten, wie etwa das Swiss Leader Magazin und der monatliche Newsletter, bleibt das Engagement nachhaltig spürbar. Die Teilnehmer profitieren nicht nur von den spannenden Referaten, auch für den persönlichen Arbeitsalltag können Inputs mitgenommen werden. Ich finde schon, die Teilnehmerzahl ist phänomenal. Es sind 600 bis 700 Leute da anwesend. Ich kenne andere Veranstaltungen, die müssen mit Mühe und Not 100 bis 150 zusammenkratzen. Es ist grossartig, auch die Zusammensetzung von all diesen Leitern, von den kleineren Firmen über ganz grosse Firmen. Also ich glaube, dass der Wachstum, also das Interesse, das man bekommt, sehr gesund ist, sehr gut ist und eigentlich das sollte man anstreben, um noch mehr zu haben. Ich bin sehr beeindruckt von diesem Anlass. Der Rahmen ist sehr gelungen und die Teilnehmerschaft spricht für sich. In dem Sinne ist es ein Anlass, der sich eindeutig abhängt von den meisten anderen. Er ist sicher ganz speziell. Ich bin noch viele so Anlässe, oder? Ich meine, man kann vom WEF anfangen bis weiss gut was. Aber hier hat einen persönlichen Touch. Man kommt an, man kommt schon beim Eingang, trifft man einen, man bleibt gerade hängen, man hat ja etwas abgemacht, vergisst dann das. Das finde ich immer ganz ein wichtiges Zeichen, oder? Dass man dann sich treiben lässt. Und ich habe mich eigentlich, seit ich da bin, ich bin verspätet gekommen und bin in den Anlass hineingekommen, wo man sonst manchmal fehl am Platz ist. Der Anlass schafft das, dass man sofort sich daheim fühlt und in Diskussionen verwickelt wird. Und ich gehe heute Abend heim und sage, es hat sich gelohnt, dass ich nur den Weg und die Räder genug habe und anders komme. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ich finde, der Anlass hat sich enorm zum Positiven entwickelt in den letzten 4 Jahren. Ich bin überrascht, wie viele hochkarätige Führungskräfte hier anzutreffen gewesen sind heute. Und ich bin auch überrascht über die Atmosphäre, wie locker das ist, obwohl eben halt hochkarätige Leute da sind. Zum Swiss Leadership Forum gehören auch verschiedene Veranstaltungen und Foren, neben dem eigentlichen Hauptevent. Sie dienen als Networking-Plattformen für Executives und Leaders. Durch den Aufbau und die Vertiefung von Netzwerkstrukturen, den Austausch von marktrelevanten Themen und das Erkennen von Trends wird den Partnern ein enormer Mehrwert geboten. Das Swiss Leadership Forum als ein wichtiges Instrument zur Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Dank Partnern wie der Greater Zurich Area AG kann das Swiss Leadership Forum aber weit mehr bieten.
Sie werden unterstützt in der Evaluation Ihres Firmenstandortes und der Ansiedlung im Wirtschaftszentrum der Schweiz. Zürich ist Standort zahlreicher großer internationaler Unternehmen und einer der international führenden Finanzplätze. Die Stadt selbst wurde wiederholt ausgezeichnet als Ort mit der weltweit höchsten Lebensqualität.